Moin, schön, dass ihr am Start seid. Von mir zu Hause. Wir testen heute den schlechtesten Döner und Burger in Hamburg. Ich habe gerade eine Instagram-Story geschaltet, wo ich gesagt habe, meldet euch, ich brauche 100 Stunden einen Undercover-Agenten. Und was passiert? Der gute Mario G vom Lukas G meldet sich. Und den werden wir auch mal kurz zurückrufen direkt. Mario G, grüß dich. Schön, dass du dich gemeldet hast. Geil, dass du deine Ohren zeigst erstmal. Ich fahre jetzt los. Ja, ich freue mich. Zeig noch mal anderes Ohr. Du machst mich kaputt. Weitere Infos jetzt gleich beim Laden. Wir haben unseren Agenten. Wir haben unseren Agenten am Start. Grüß dich erstmal, Brudi. Ich küsse deine Ohrmuschel. So, also wir haben Mario G am Start haben wir. Du bist heute unser Undercover-Agent. Schön, dass du dich gemeldet hast. Das ist sehr edel von dir. Sehr gerne. Ja. Ich hatte auch, muss ich sagen, wo ich gerade hierher gefahren bin, ja, als ich so ein Dönerhaus gesehen, ja, habe. Ich habe hier so ein Déjà-vu gehabt, als hätte ich das schon mal erlebt. Die Situation oder ja, den Laden? Dass, ja, genau, dass sie hier sind. So, ich weiß nicht mit dir, aber dass ich hier schon mal war. Vielleicht waren wir im alten Leben hier. Ja, geil, geil. Ich habe auch manchmal so Flashbacks und so eine Vision. Aber was ich noch mal sagen sollte, auch für die Zuschauer, die wissen es auch gar nicht, ich habe es dir auch gerade erst spontan erzählt, wir machen ja den schlechtesten Döner und den schlechtesten Burger in Hamburg. Die gibt es beide in den Laden. Das ist ein Dönerladen, der auch Burger verkauft. Und der hat eine Bewertung von 2,7 auf 600 Bewertungen. Also für mich war wichtig, es gibt noch schlechtere, aber die haben aber nur 15 Bewertungen, 20. Und meiner Recherche nach ist das der schlechteste Döner und Burger in Hamburg. Ich habe auch noch nie so eine schlechte Bewertung gesehen. Ich habe mich auch verwundert, was ich gesehen habe. Also echt wild, als ich den gesehen habe, den zufällig vorhin gesehen, da dachte ich, ich muss den testen. Ich würde dich auch bitten, ein paar so Undercover-Aufnahmen, man darf aber nicht sehen, was für ein Laden das ist. Ne? Darf man nicht sehen, so vom Spieß, Salat und so, mit einem Handy, Queraufnahme. Und ja, lass uns noch mal ein, zwei Sachen vorlesen aus den Kommentaren da, was die geschrieben haben. Rezension? Bei Google, ja, ja, Rezension. Genau, ich guck mal immer kurz mit drauf mit meinem Handy auf dein, auf den Display. Kannst du einmal vorlesen? Ja, nee, du hältst deine Kamera davor. Geht, kommst, warte, ich komm selber ran. Ekelhaft. Über eine Stunde auf die Lieferung gewartet. Dann, es roch übel, als ich die Packung geöffnete und ein paar Löffel aß. Wurde mir klar, dass sie verdorbenes Essen Bulgur verschickt haben. Oh, böse. Als ob das nicht genug wäre, zeigten sich in einigen Gerichten kleine Härchen, wie auf dem Bild zu sehen ist. Oh, wild. 45 Euro umsonst verschwendet. Sie gehen auch nicht ans Telefon. Ich werde dort nie wieder bestellen. Ich glaube, das langt, Leute. Wir werden das testen. Mario G gleich mit ein paar Undercover-Aufnahmen. Dann sehen wir uns direkt mit der Burgerrunde erstmal und danach sehen wir Döner. Ich hab gar nicht zugehört. Macht nichts. Natürlich, Leute, zeigen wir nicht, was für ein Laden das ist. Wir wollen keinen bloßstellen, gar nichts. Deshalb, ja, machen wir das nicht natürlich. Ne? Und mach undercover, zeig nichts. Was rede ich denn hier schon? Leute, echt, heute schon wieder. So ein verfluchter Tag, Mann. So, Ware ist da. Überrascht mich mal in Holle. Mal den Kamera wechseln. Da ist er. Da ist er. Geil. Wirklich. Okay, super, die. Dann können wir jetzt starten. So, jetzt gucken wir mal, Leute. Kann man da zoomen oder so? Nee. Doch. Doch, kann man zoomen, genau. Also das ist auch ein ganz normale, ich glaube, Metro-Pommes habe ich gesehen. Das ist einfach aus Tiefkühl so. Standardprodukt. Frittiert. Die Frage ist, frittiert man die richtig? Du kannst so wie falsch mal letztes habe ich gesehen, Pommes ins ganz kalte Öl reingemacht, denn aufgedreht und so ganz kritische Sachen. Pommes, Standard, braucht man nichts großartig zu sagen. Ganz normal Pommes, also hätte ich jetzt die Bewertung nicht gelesen, die Pommes geholt. Ganz Standard. Also, das ist keine Special-Pommes, aber würde ich mich nicht beschweren. Ich bin aber schon anspruchsvoller Essen. Den Burger, den würde ich ungern essen. Den würdest du ungern essen? Ich weiß nicht, das Burger Patty, das sah auch irgendwie komisch aus. Das war kein richtiges Burger Patty. Echt nicht? Nee, Digi. Ja, weiß nicht. Also jetzt gerade, wenn ich den so auspacken würde, denkt mal so, Leute. Ich würde jetzt jemand hops nehmen und sagen, das ist der beste Burger in Hamburg. Du weißt jetzt nicht, dass der Katastrophe ist. Ich würde den so aufmachen. Hier würde ich denken, okay, der wird basic sein, aber unter Umständen könnte er auch was reißen. Ich schwöre euch, wenn ich jetzt denken würde, das wäre der Beste. Guck dir mal aber das Fleisch, das Patty an. Guck dir das mal an. Mach mal auf. Schau mal an. Okay, man sieht's nicht. Ich find's gar nicht so verkehrt. Ich glaube, es ist ein Köfte-Ding eigentlich gewesen. Da war so Petersilie drin. Aber das sieht mir so aus wie selbst gemacht. Das sieht mir nicht mal TK aus. Das war ein frischer, ne? Das war frisches Fleisch. Ja, 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 ich wollte gerade sagen. Aber es ist kein richtiges Burger Patty. Nee, nee, es ist kein richtiges Burger Patty. Könnte Köfte sein. Vorsicht, das ist Lieferando. Lieferando, ey, mach mich nicht kaputt.
Oh, Digi, pass auf. Was machst du? Bruder, der Typ hat mich, guck mal, wie der mich kaputt macht. Hier, guck mal. Ja, wieder rübergehen. Mann, ey, da räumen wir gleich weg. Ich glaube, es ist der Typ vom Laden, Digi. Ey, was? Kann sein, doch. Warte, ich seh's gleich. Also, wir gehen jetzt erstmal rein. Also ist tatsächlich, müsst ihr euch das wie eine Fusion vorstellen, ein bisschen in die Richtung Köfte. Du merkst, da hat ein Türke einfach, keine Ahnung, vom Adana ein bisschen Hack abgenommen, da einen Burger draus gemacht, hat wirklich so ein bisschen Köfte-Feeling, aber die Standard sind Urgroßvater Burgersoße. Aber ich sag euch wirklich, der Burger ist nicht schlecht. Der ist wirklich nicht schlecht. Was heißt nicht schlecht? Also völlig ohne Sinn und Verstand zusammengelegt. Hier Gurken drauf, als wäre das ein Döner. Ja, die einfach vom Döner-Ding alles drauf. Aber ich muss sagen, das Gemüse ist ja frisch aus. So. Ja, aber auch der Salat drauf warm geworden. Das ist genau das, diese Anfängerfehler. Völlig labbrig. Aber das Fleisch im Vergleich zu irgendwelchen TK-Patties, die meistens in einem Dönerladen nehmen. Oder so normale Burger-Patties und die dann durchbraten. Ist das ein Köfte-Burger irgendwo? Man sieht auch hier noch Kräuter drin und so. Ja, er hat, glaube ich, einfach, er hatte kein Burger-Patty da. Er hat einfach ein Köfte-Ding genommen halt drauf. Glaub. Ja, also soll er immer machen. Bann einfach irgendwie. Ich glaube, es ist ein Dönerbrot. Also so ein Dönerbrot ist es. Ja, das kommt vor wie ein Dönerbrot oder einfach ein Brot, keine Ahnung. Sie haben es irgendwie sapschig hingekriegt. Also ein zu lange liegen gelassenes Dönerbrot, was mit Feuchtigkeit in Berührung bekommen ist. Kondenswasser oder was auch immer. Das ist wahrscheinlich sogar Dönersoße. Das kommt mir vor wie Avocado-Dönersoße. Ja, auf jeden Fall Dönersoße ist da drauf. Vorhin hatte ich ja gesagt Burgersoße, da scheint beides drauf. Dann irgendwie eine Burgersoße und eine Dönersoße. Wartet mal. Ich kann mal kurz von meiner Erfahrung berichten. Ja? Mhm. Ich bin reingekommen, hab mir gesagt, ich will einen Cheeseburger. Mhm. Und dann hab ich gesagt, Cheeseburger? Er dachte so, Cheeseburger, das stimmt nicht mit dir. Ja? Mhm. Er hat so, glaube ich, gerade überlegt, scheiße, Digi, ich habe keinen Cheeseburger da. Mhm. Was mache ich jetzt? Er hat Dönerbrot genommen, er hat Köfte genommen und hat dann einfach jetzt irgendwas zusammengefasst. Kannst du haben, vielleicht kriegt den Burger sonst nie jemand. Ja. Bewertung später, wir holen jetzt einen Döner. Also ich habe eine Idee, Leute. Ne? Das wird der Grund sein, warum ihr jetzt auch am Anfang direkt schon Aufnahmen von dem Dönerladen gesehen habt, falls die jetzt zustimmen. Ich werde euch vielleicht, weil der Burger war nicht verkehrt und ich finde die Bewertung im Internet unfair. Ich habe den undercover rausgeholt, wir können nur davon ausgehen, dass er so immer sein wird. Ne? Und deshalb würde ich euch gerne den Laden zeigen, weil ich sage euch wirklich, und das finde ich auch geil, sagen, so den Burger kann man sich echt geben, Alter. Auch mal was anderes. Die Bewertung kriegt ihr, wie gesagt, später. Ich werde denen das mitteilen, sagt denen, die Bewertung finde ich unfair im Internet, ob wir da mal den Laden jetzt filmen können. Genau, deshalb werden wir jetzt unter Umständen den Laden drinnen einmal kurz sehen. Aber Leute, natürlich, manche peilen es immer nicht. Komplett nach den Essenstests wurden diese Aufnahmen erst aufgenommen. Arbeitest du da auch? Ja, ich arbeite auch dort. Ach, er arbeitet auch da. Ah, hast du Bescheid gesagt, dass wir hier drehen? Ja. Hat er gemacht, ja? Scheiße. Ah, scheiße, ey. Ja, der hat deutlich mehr Fleisch gegeben, ja. Also man muss eins sagen, und das ist nicht meine Art, ne? Deshalb sage ich euch jetzt, wie es gelaufen ist. Der Typ, der hier neben uns im Lieferando-Auto saß, der war tatsächlich auch von dem Laden. Und das haben wir jetzt anscheinend Kamerabonus bekommen. Deshalb können wir den Döner-Test nicht ganz so werten. Naja, ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Ich esse ihn jetzt so nach Geschmack. Aber scheiße, ey, wurden wir hops genommen. So eine Kacke, ja. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der sich besonders viel Mühe gegeben hat. Nee? Nee. Aber Kamerabonus hat er gemacht. Also niemals, nie im Leben macht er so seinen Döner. Kann ich dir jetzt schon Brief und Siegel geben. Ich würde sagen, du snackst dir eben den Döner rein. Und dann kommen wir noch mal in ein paar Stunden wieder und wiederholen den Test. Scheiße, ey, ist wieder so viel der Tag schon wieder gelaufen, Alter. Mann, ey. Scheiße, ja. Ich wollte jetzt nämlich eigentlich erst sagen, wir essen den so, aber können wir nicht machen. Dann haben wir aber den Vergleich sonst, wie sie mit Kamera gemacht haben und ohne. Wartet mal. Aber brauchst du einen neuen Undercover-Agenten, ne? Dann brauchen wir nicht mal fahren. Wir nehmen jetzt einen neuen Undercover-Agenten, ja. Ja, dann suchen wir jetzt einen neuen Undercover-Agenten. Dann brauchen wir nicht mal eine Stunde warten. Den suchen wir gleich. Ein Feedback kann ich euch schon mal geben, das Brot kommt wie ein Stein rüber. Aber egal, wir holen uns einen Undercover-Agenten, wir wollen jetzt mal noch mal einen unabhängigen Test haben. Den werden wir jetzt auch kriegen. So, also wir suchen jetzt hier einen Undercover-Agenten. Bin eben schon, weil wir die ganze Zeit gelabert haben, jetzt bin ich in die Einbahnstraße reingefahren. Wir sind jetzt schon 20 Minuten umsonst unterwegs quasi. Da, guck mal, der da. Der kleine Junge da? Ja, der wäre bestimmt auch da. Das Ding ist, da kriegen wir jetzt nicht rübergerufen. Soll ich den kurz ausstellen? Ja, stell kurz aus, frage ich mal. Halt kurz mal. Ja, Marioji klärt eben einmal kurz. Was soll ich denn sagen überhaupt? Ja, frag ihn undercover, du weißt doch, wie das läuft. Er kriegt ein paar Taler.
Ach geil, Marie konnte überreden. Hol deinen Chicken Döner einfach, ne? Der ist schon drin, unser Chicken Döner. Mit Tzatziki, allem und vergessen ihm zu sagen, dass ich einpacken soll. War nicht schlimm, der eben war ja auch eingepackt. Geil, wir können mal so einen Vergleich anstellen gleich. Wir holen trotzdem, ich habe eben verplant, ich wollte den eben auf die Waage legen, den anderen Döner habe ich verscheppert. Wir legen den trotzdem mal drauf, weil wir wollen jetzt immer auch ein bisschen die Grammzahlen einblenden, so was Standard ist in Deutschland, was man für sein Geld bekommt, legen wir noch einmal auf die Waage. Ja, und jetzt warten wir auf den Kollegen mal eben. Der Kollege hat jetzt Dürüm geholt, wir brauchen den ist da auch noch. Danke für deine Zeit, man. Holst du uns noch einen Döner ganz normal raus? Ja. Und am besten, wenn nicht, einpacken, direkt auf die Hand. Das wäre geil. Ja, okay. Okay, geil. Wir gehen noch mal eben hier rum. Wir treffen uns wieder hier, ja? Ja. Okay. Oh, geil, die. Danke, danke. Jetzt direkt, das checkt er doch, oder? Nee, das checkt er nicht. Also der Döner an der Wand. Ach so. Ja, warte mal, Willi, warte mal. Wir müssen gerade noch überlegen. Nicht, dass er das jetzt echt checkt, ja. Wir überlegen gerade, ob wir doch jemand anders ranholen. Ja. Nicht, dass er das checkt, weil du jetzt noch zweimal kannst. Freund, der dachte auch schon bei mir komisch, dass er zweimal kommt. Ja, wir kamen auch zweimal rein. Scheiße, die. Ey. Du hast dir nicht gesagt, dass er Döner holen soll. Doch, nee. Hat er dir nicht gesagt, ne? Ich will jetzt nicht die Schuld auf ihn geben. Scheiße, ja. Döner ist für mich aber dieses. Achso, kein Problem, alles gut. Nee, gut, danke, danke. Wir suchen uns dann mal einen neuen Agenten. Vielen Dank für deine Zeit, ne? Danke, danke. Scheiße, Mai. So, nee. Sowas passiert immer bei diesen Undercover-Tests, Mann. Aber wer versteht denn der Döner Dürüm? Schreib mal in die Kommentare, ja? Ja, also, Döner ist Döner. Wenn du kriegst ja auch keine Calzone, wenn du Pizza bestellst. So. Mario, lauf! Mario holt uns einen Undercover-Agenten. Entschuldigung. Unser Undercover-Agentin diesmal sogar. Sehr schön, freut mich, dass du das machst, ne? Die holt uns mal einen Döner raus, ne? Einfach mit Hähnchen und allem. Tzatziki. Einfach Tzatziki. Auf der Hand, ne? Ja, aber klar. Und wir warten da hinten bei den Bänken. Aber kein Dürüm. Alles klar, danke dir. Kein Dürüm. Wenn sie jetzt auch noch mit Dürüm kommt, dann denke ich, ey, kommt mit Dürüm, sagt ich. Da, nee, für mich ist Döner ist Dürüm, sagt er. Mann, wer kommt denn auf sowas? Döner ist Döner, Dürüm ist Dürüm. Wenn die jetzt auch mit Dürüm kommt, dann spende ich einen Tausender. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder selber, das kribbelt schon alles bei mir, dass ich verkacke. Ja. Dann spende ich einen Tausender Amazon-Gutschein rein und ihr könnt in den Kommentaren gewinnen. Aber das wird sie nicht bringen. Komm, wir müssen schnell nach links, damit der Typ nicht wieder da ist, Mario. Ein dickes Ding. Oh, nimmst du einmal, Mario? Dankeschön. Ja, danke, schönen Tag noch. Vielen Dank für deine Zeit. Ne? Ciao. Ja, danke schön, ciao. So, der ist wieder dick, ey. Die machen wir wirklich standardmäßig so dick. Frau, die hier. Das ist eine Frau. Der ist noch besser als der davor. Der ist echt noch besser. Scheiße. Kamerabonus ist eine Sache. Ja. Hübsche Frauenbonus ist eine Sache. Das ist noch was anderes. Da müsste echt mal auch mit irgendjemand anders hingehen. So, guck mal. Kannst du einmal auf den Boden stellen hier? Warte mal, wir machen den hier. Wie soll man den da reinlegen? So? Ja, no, oh, Brudi, nein, nee, so war ja klar, dass es so ausfällt. Bruder, Mann, mach doch nicht den! Oh nein, Bruder, wir brauchen neuen Agenten! Oh, Bruder! Oh nein, Brudi, warum, wie kannst du das machen, ey? Wir brauchen wieder einen neuen Agenten, Bruder, echt. Wie kannst du den Döner da runterfetzen? Oh nein, ey. Nee, ich kann nicht, muss die noch testen, die. Da kommt jetzt, da ist doch jetzt voll viel Dreck drauf und dann muss ich den Döner bewerten. Also wir werden zumindest jetzt den restlichen Döner noch snacken, was runtergefallen ist, brauchen wir uns nicht mal antun. Den teilen Mario und ich uns jetzt noch und dann. Das ist schon der dritte. Alter. Ja, mach nix. Also zumindest den ohne das Fleisch, was runtergefallen ist, muss ich jetzt noch snacken. Und dann holen wir uns jetzt einen neuen Undercover-Agenten. Scheiße, ey. Oh Mann, Alter. Aber eins muss man sagen, das muss man schon mal feststellen. Die machen oben ganz viel Fleisch drauf, nee. Aber unten ist echt, also sieht es mir verdammt wenig aus. Nee, der macht, ich erkläre dir, wie er es macht. Der macht Fleisch rein. Ja. Und dann macht er einen Berg Salat da drauf. Und dann macht er, also das hat diese Zusammenstellung, das macht keinen Sinn, weil du hast in der Mitte nur Salat, ist so, ne? Unten Fleisch und oben Fleisch. Ja. Also wenn du reinbeißt, du hast Fleisch, dann ist nur Salat. Ist das der Lieferbote wieder? Nee. Ich glaube, das war der Lieferbote. Nee, das ist der nicht. Scheiße, ja, also wie ihr seht, da ist ganz viel Salat. Und oben ist ganz viel Fleisch, hier ist kaum Fleisch und viel Salat. Also die Zusammenstellung macht wirklich keinen Sinn. Wie gesagt, Mario ist jetzt zumindest noch, hat sich bereit erklärt, das Ding noch zu essen. Natürlich nicht, was auf dem Boden ist. Da gucken wir, ob noch was zu retten ist jetzt. Scheiße, ey. Da gehen sie um die Ecke, wir haben direkt neue Undercover-Agenten. So eine Scheiße, ey. Jetzt haben wir noch welche am Start. Geil. Danke. Danke, Jungs. Sehr gerne. Macht euch einen schönen Tag, ne? Vielen Dank, ciao. So, Mario, du hast jetzt noch eine Chance. Warte. Du legst den auf die Waage. Ich leg den drauf. Okay, warte, machen wir gleich. Okay, da ist er. Ja, jetzt haben wir genug Döner gesehen. Ich leg den drauf und ich zeige euch jetzt, wie einfach das geht hier mit meiner Taktik. Oh. Okay, das ist nicht schlimm. Das kann man auch so wegnaschen. Scheiße, ey, den kann man echt nicht richtig wiegen. Ich hätte einfach eine größere Schale gebraucht. 4,28. So macht man das hier. Aber die Schale hast du auch Tare gemacht? Ja, natürlich. Ich bin noch kein Anfänger, mein Lieber. Und jetzt, mein Lieber, wie willst du den so drauflegen? Leg den doch einfach so drauf, ja. Das geht natürlich nicht. Du kannst ihn nicht so drauflegen. Fällt doch alles raus, Bruder. Guck, ich bin doch kein Amateur. Vielleicht schon jetzt rein.
Der Biss Fleisch war überhaupt nicht gut, sage ich euch ehrlich. Aber einfach dumm aufgebaut, der Döner. Muss man wirklich einfach sagen, da oben so viel drauf, damit man irgendwie dahin geht mit dem Gedanken, viel Fleisch, aber unten hast du nur noch Brot und Salat. Ach, guck mal hier. Hast nur noch Krautsalat, gar nichts drauf. Also hier unten merkst du einfach viel, unabhängig auch von dem Kraut, diese Sahnesoße dabei, weil das Kraut auch schon wieder weg ist. Ich sage jetzt mal so, ich habe noch nie so einen dumm aufgebauten Döner gegessen, glaube ich. Weil das könnte ein normaler Döner sein. Ihr habt ja gesehen, ich fand, der sah voll dick aus. Hier können wir eine Grammzahl einblenden. Wir haben ja letztens auch den günstigsten Döner Deutschlands getestet. Da die Grammzahl einblenden und noch bei den zwei Standarddönern noch getestet. Den 100-Gramm-Preis meine ich. Können ja mal den 100-Gramm-Preis einblenden. Und da sieht man, wahrscheinlich war der voll low von der Menge auf 100 Gramm. Also sehr schlechter 100-Gramm-Preis. Also sieht viel aus, aber du könntest auch einen ganz normalen Döner draus machen. Ganz normal aufgebaut und der wäre stabil. Ich beiß mal einmal ein Biss runter und so sieht der Döner normal aus. Das ist eigentlich der Döner. Also Fleisch kannst du eigentlich gut zusammenfassen. An und für sich ein geiles Grundfeeling. Das ist dieses Hähnchen-Paprika-Feeling. Auch wirklich saftig. Also wenn ihr zu Hause ein Hähnchen macht im Backofen mit Paprika-Würz, dieses Fett, dieses saftige Hähnchen vom Schenkelbereich, Flügelbereich, super. Aber das Fleisch hat zwischendurch einen unangenehmen Touch. Und der Aufbau vom Döner. Ihr habt da 10% vielleicht Fleisch. Hier eine Schicht Fleisch, sehr, sehr viel Salat, Brot, nochmal Brot. Hier mach mal eine physikalische Grafik, film mir einmal bitte. Blend mal ein mit Sinus, Cosinus und so. C Quadrat ist A Quadrat plus B Quadrat. Wer baut so einen Döner auf? Ganz trocken unten. Also unten kommt noch ein bisschen Fleischfeeling. Ich guck mal einmal, ob die Bock haben auf ein Statement von mir. So, ja, genau. Ich wollte dich einmal was fragen. Bist du Inhaber hier? Ja, bitte. Ich wollte einmal auch. Wollen wir reingehen einmal? Ja, können wir gerne. Geil, geil. Ich wollte dir einmal Feedback geben. Ne? Wir haben eben so einen Test gemacht, aber wir haben bisher nicht gesagt, wo wir waren. Ne? Ja. Keine Angst. Also erstmal euer Burger, wirklich stabil. Ne? Euer Burger ist wirklich stabil. Da habe ich auch gesagt im Auto, da ist eure Internetbewertung voll unfair. Ja, ist auch so. Voll unfair. Also ihr habt ja 2,7 Sterne nur bei 600 Bewertungen. Finde ich sehr unfair. Allerdings der Döner, muss ich sagen. Der wäre an sich nicht verkehrt, aber ihr stapelt den. Ich habe gesagt, also ich sage jetzt einfach ganz offen, ne? Ich gebe dir offenes Feedback. Ich habe noch nie so einen dumm zusammengelegten Döner gesehen. Weil ihr unten habt ihr Fleisch, dann habt ihr nur Salat. Und oben noch mal eine dicke Menge Fleisch. Und da würdet ihr das umändern, wäre das eigentlich ein stabiles Ding. Ruckzuck wäre das, also ganz normal, Standard. Ja, aber du hast gesehen, wie wir es zu tun hatten. Ne? Hat ihr viel zu tun, ne? Ja. Alles viel zu tun, deswegen hat er gesehen. Aber ich habe eben auch noch welche geholt. Ich habe die geholt, die waren eben da. Ein YouTuber hat von mir meine Döner weggenommen, hat er mir 20 Euro gegeben. Wieso, 20 Euro ist doch gut, was willst du damit? Ne? Ja, genau. Aber am Anfang hat er nichts gesagt, als er erstes Mal kam, ne? Da hat er nichts gesagt, ne? Okay. Das von mir nur so als Feedback. Also wirklich für euch, Leute. Den Burger kann man hier sehr gut essen. Den Döner könnte man auch gut essen, wenn ihr den richtig stapelt. Also die Bewertung finde ich unfair. Ja. Sag ich wirklich. Also die Bewertung ist unfair. Wenn du willst, veröffentliche das so. Auch das Video. Also mit diesem Teil. Kann ich alles veröffentlichen? Geil. Dann zeige ich auch hier nochmal den Laden von draußen. Nochmal die Auflösung. Das Ghetto-Haus. Das Ghetto-Haus. Geil. Stabiler Chef. Der stabilste Chef aus Hamburg. Döner hätte ich jetzt nur eine 3,5 gegeben. Wenn ihr das umschichtet, dann hättet ihr auf jeden Fall einen stabilen, normalen Standarddöner. Danke, schönen Abend. Ciao. Kein Bock mehr auf uns, Mario. Nee, aber wie gesagt, ich zeig das jetzt auch nur, weil ich finde, das ist unfair bewertet. Auch der Döner, also die Komplettbewertung vom Laden, da habe ich viel schlechtere Döner schon, außer von der Zusammenlegung, ne? Wenn das jetzt besser ist, habe ich schon viel schlechtere Döner gegessen. Ja, und wie gesagt, ich habe den Kram jetzt reingeschnitten, er hatte kein Problem mit, aber der Hauptgrund ist, weil ich finde, der ist unfair bewertet. Und ich finde, hier kann man wirklich guten Burger essen. Da hätte ich 6 von 10 Punkten hätte ich gegeben. Ich schwöre euch, wenn ich hier vorbeigehe, Hunger hätte, ich würde den Burger sofort wiederholen. Der hat Bock gemacht zu essen. Also mehr Punkte kannst du nicht geben, aber ich würde den wieder essen. Und der Döner, wenn der besser zusammengelegt ist, ist der nicht schlechter als jeder andere Döner. Die nehmen eher denselben Kram. Also das tut sich nichts, ob man dahin geht oder irgendwo anders. Deshalb Bewertung unfair, finde ich, im Internet. Ja, Mario, danke fürs dabei sein. Sehr gerne. Kuss, Kuss. Ja, ich sag euch, danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne Feedback. Also ein verrückteres Video gefühlt hatten wir noch nicht hier am Start. Ja, hat Spaß gemacht. Die. Abo da lassen, ja? Abo, ja, auf jeden Fall. Ja, Kuss, Kuss an alle und bis zum nächsten Mal.